Es wird ein spannendes Film. Was du hier machst, Wilfried? Ich mach die Bälle sauber und nummeriere die wieder neu. Und dann verteile ich die an die Mannschaften. Erstmal alles sauber machen. Ist das viel Arbeit? Doch, ich habe ja schon ein paar sauber gemacht und nachnummeriert. Und gestern muss ich den Rest dann noch. Den habe ich gerade sauber gemacht, siehst du ja, ne? Ja. Und neu nummeriert. Nummer 1. Und so geht das weiter. Von 1 bis, ich glaube, bis 20 muss ich für die. Bis 30 sogar, die zweite haben bekommen die Bälle. Das sind aber nur Trainingsbälle, ne? Keine Spielbälle. So, nehme ich die nächsten, wische ich das einfach ab. Ja, wisst ihr? Ist der Lappen auch schön feucht? Nee, der ist nass. Wilfried, du alter Fuchs. Ja, was machst du denn? Ja, die sehen doch top aus. Ja, sag ich doch. So, und jetzt kommt das Wichtigste. So, jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt werden die Zahlen nachgeschrieben. Ich habe gerade 13. Wieso kommen da Zahlen drauf, Wilfried? Ja, jeder Spieler kriegt einen Ball mit seiner Nummer. Oh. Wilfried, du alter Edeltechniker. Hast du gesehen? So, und wenn das Training aus ist, muss jeder Spieler seinen Ball wieder im Sack tun. Im Ballsack tun. Und wenn Ball fehlt? Müssen sie so lange suchen, bis sie wieder da und sind. Und man weiß, wem der Ball gehörte. Ja. Die werden aufgeschrieben, Name und eine Nummer dahinter. Und dann weiß jeder Spieler, Alter, mein Ball fehlt, oder ist mein Ball. Und muss so lange suchen, mit der gesamten Mannschaft aber suchen, so lange, bis der Ball wieder da ist. Und das mache ich jetzt mit den anderen Bällen auch noch, so lange, bis es fertig ist. Was ist mit deinem hohen Körper da? Mir fehlen gerade die Worte, Wilke. Was beleidigt er einen denn schon wieder hier? Ihr nehmt euch beide nichts, ihr beleidigt euch beide. Das stimmt gar nicht. Alte Schlossgespenst, alte Brandlöcher, Muffried. Schon mal einen nassen Lappen durch Gesicht gehabt? Hier. Ihr zwei, ne? Waschwein da hinten. Hauptsache, wenn man das auch vernünftig und verzählt sich nicht und schreibt 3x3 rauf oder so. Ja, muss man anständig machen, ne? Das ist wirklich so, sonst sind sie weg, ne? Ja, sonst sind sie weg. So. Was hast du Schönes drauf gemalt? Die 1 und die 5, also? 15. Genau, Wilke. Wieder eine ohne Zahl, wieder alles durcheinander gewesen, ne? Schön sauber, ne? Qualität. Wenn wir jedes Mal so machen würden. Also wir haben unsere Bälle früher unter die Dusche genommen, ne? Und einmal sauber gemacht und dann wieder reingelegt. Zucht und Ordnung herrschte hier früher. Und jetzt? Ist mir doch egal. Hauptsächlich, wir haben Bälle. Ja, ist so. Kommst du nächsten Morgen hierher, willst du einen schönen Kaffee trinken und so? Was siehst du da hinten? Liegt da wieder ein Ball. Hier liegen oft Bälle draußen, ja, oft Bälle. Ne? Ja, und dann schreibst du diejenigen an. Nö, unsere sind das nicht. Und darum werden die jetzt alle nummeriert und jede Jugendmannschaft wird zugeteilt. Und dann kann keiner mehr sagen, unsere waren dann nicht. Was machst du Feines? Willst du nicht sehen? Ich hab TikTok geguckt und mich um wichtige Sachen gekümmert. Da war eine leicht bekleidete Frau bei TikTok. Nein, das kann ja nicht. Guck. Lecker auch. Auflauf. Davor? Die ist doch nicht leicht bekleidet. Ich mach hier nicht so TikTok-Werbung. Jetzt bin ich rot. Möchtest du Wilfried nicht helfen? Der kann doch wohl die Bälle selber kurz fertig machen, was er schon seit 3 Wochen machen wollte. Hast du doch gerade gesagt? Nee. Hä? Ich höre alles. Pass mal auf. Pass auf. Der hört echt alles, ne? Pass auf, Alter. Das macht er schon gut. Das macht er wirklich gut. Da sollte man ihm ja auch nicht zwischenfunken. Das gibt wieder nur Mord und Totschlag. Hast du gehört? Ja, da hast du eh keine Ahnung von. So, das ist der 10. Ball. Jeden Sack gehen 10 Bälle rein. Oder zugemacht. So, 20 Bälle sind sauber.
Da sind 10, hier sind 10, 20 Stück. Restlichen 10 gleich noch eben fertig machen, habe ich 30, weil 30 Bälle braucht die zweite Herde. Können Sie die abholen. Das hast du dir auch verdient. Ja, ne? Hast du gut gemacht. Das sind deine Hunde. Nee, das meine ich ernst. Wirklich? Dann wird das wenigstens vernünftig. Ja, Qualität. Das ist wirklich Qualität. Ja, sehr schön. So verdient. Ja, hast du dir auch. Naja, hast du echt gut gemacht. Sonst hätte das ja. Ich bin noch nicht fertig. Du bist noch gar nicht fertig. Ja, bis jetzt hast du es gut gemacht. Aber hättest du das nicht gemacht, hätte das dann wieder 3 Wochen gelegen und dann heißt das wieder auf einmal, oh, wir haben Training, wo sind die Bälle? Wer wollte das? Ja. Ich hoffe nicht, dann unten den Raum wegzumachen. Der Raum wird noch fertig bis dahin. Ich bin positiv eingestellt. Meinst du nicht? Warum nicht? Nee, ich schaffe ihn nicht. Was ist? Nix. Feierabend für heute, ne? Was guckst du so? Ich hab nichts gemacht. Was habe ich nicht gemacht? Ganzen Tag unterwegs gewesen.